Sie verbinden die Wirtschaft mit den Weltmärkten. Sie sind das logistische Rückgrat der Exportnation Deutschland und Drehscheibe für Reisende und Millionen Tonnen Waren. Deutschlands Megahäfen. Deutschlands Hafen mit der größten Wassertiefe liegt am Nordsee-Jadebusen, Wilhelmshaven. Gegründet als reiner Militärstützpunkt zu Zeiten Preußens Mitte der 1850er Jahre, ist er heute der größte Marinestützpunkt der Bundeswehr. Erst nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Hafen für zivile Zwecke ausgebaut. Schnell stieg er zu einem bedeutenden Warenumschlagplatz auf. Heute ist er nach Hamburg und Bremerhaven die Nummer 3 der deutschen Seehäfen. Die Wilhelmshavener Häfen bestehen aus vielen Hafenteilen. Dazu gehören unter anderem Marinehafen, Stadthafen, Containerhafen, Nordhafen und Ölhafen, dem größten Umschlagplatz für Rohöl in Europa. Am Marinehafen stehen auf einer Pierlänge von mehr als 4 Kilometern 38 Liegeplätze zur Verfügung. Dort warten Fregatten und Versorger der deutschen Marine auf ihren weltweiten Einsatz. Es ist 7 Uhr morgens und Mike Keil trifft an seinem Arbeitsplatz ein. Der Stabsbootsmann kommandiert eine besondere Einheit der Bundeswehr, die schiffstechnischen Taucher der Marine. Ihr Job im Hafen? Das Hafenbecken sichern und die Schiffe verkehrstüchtig halten. Und zwar unter der Wasseroberfläche. So, Jungs, einmal sammeln. Wir haben jetzt einen Auftrag, Taucher an der Brandenburg. Wir sollen das Achterschiff, die Anhänger, zumindest die Antriebsanlage kontrollieren. Die jährliche Überprüfung ist bei denen fällig, denn die Leute sind nicht da. Deswegen machen wir das. Dazu werden gleich hier Kamerad Farbig, Kraft, ihre Tauchsachen packen, plus Ersatzgerät. Dazu noch weiterhin die Schwimmwesten und was wir sonst noch alles mitnehmen aus seinem Material. Wir nehmen alle beiden LKWs mit, das heißt also großer LKW mit Bäcker, kleiner LKW, ja, und wir drei gehen in den Bulli rein. Zusätzlich zu den Kontrolltauchgängen übernimmt die Einheit an den Schiffen Wartungsarbeiten. Eine entscheidende Rolle spielen die Taucher auch im Ablauf. Erst wenn die Schiffsführung ihr Ergebnis hat, kann sie entscheiden, ob die Fregatte den Hafen verlassen darf. Fragen dazu? Dann los geht's. Jeder Einsatz wird akribisch vorbereitet. Der Job ist risikoreich. Entsprechend hat die Sicherheit der Männer oberste Priorität. Da hat jeder Taucher seine eigene Ausrüstung. Wir haben alle Nummern. Nummer 1 bin ich, war als Chef. Und dann ist die Nummer fortlaufend. Tauchgerät soll jeder Taucher selber verantwortlich sein, weil das seine, sagen wir, seine Sicherheit ist. Deswegen gibt es richtig Ärger an dem Punkt. Weil, ist ja klar, ne? Geht er mit einem Gerät ins Wasser, was fehlerhaft ist, könnte es zum Unfall kommen. Das wollen wir dementsprechend nicht. Die Ausrüstung für den Tauchgang heute: Telefonleine, Flossen, Vollsichtmaske, Unterwasserkamera und das PTU 300. Ein Tauchgerät, das viel Bewegungsfreiheit bietet und für Unterwasserarbeiten eingesetzt wird. Ja, die Jungs packen die Geräte an, zu zweit, eigentlich von unten nach oben. Ganz einfach, das Gerät wiegt so um die 43 Kilo und ja, ist ja nicht so leicht. Bei dem ist es wunderbar, bei dem Auftrag, dass wir das Unterwasserschiff hier abtauchen sollen, die Antriebsanlage. Das Besondere hierbei ist, für die Einfahrt, Sichtweiten 20 cm, wird es dann schon ein bisschen schwierig, da auch die richtigen Stellen zu finden. Und wenn man was findet, auch zu dokumentieren. Weil man eben, wie gesagt, die Sichtweiten gerade hier sehr problematisch sind. Doch genau für solche Herausforderungen werden die Taucher jahrelang trainiert. Die Fahrt dauert mehrere Minuten. Wilhelmshaven ist Deutschlands größter Bundeswehrstandort. Entsprechend weitläufig ist das Gelände. Auch als Wirtschaftsfaktor hat die Bundeswehr für Wilhelmshaven Bedeutung. Rund 9000 Soldaten und Zivilisten sind hier beschäftigt. Das Team erreicht den Einsatzort, Liegeplatz an der Scharnhorstbrücke. Dort liegt die Fregatte Brandenburg. Das Schiff wurde 1994 in Dienst gestellt. Mit 139 Metern Länge, 16,7 Metern Höhe und einem Tiefgang von bis zu 6,3 Metern erreicht sie 29 Knoten. Das sind gut 53 Kilometer pro Stunde. Das schwere Equipment wird zunächst aufs Sicherheitsboot verladen. Wenn ihr unten seid, kann schon einer die Flagge hochziehen, Motoren klar machen. Kabel raus.
Wie viel war er noch gewesen? Die Jungs rüsten jetzt unser Tauchfloß auf, aus. Wir haben zwei Stück von denen. Das ist eine Plattform, die ja mit 240 PS Motoren ist nicht viel, reicht aber für den Hafen. Vorteil bei dieser Plattform ist, ich kann überall an jedes Schiff anlegen und kann direkt von da aus arbeiten. An der Schwimmpier wäre es mir egal, könnte ich auch von der Pier aus springen. Aber wenn ich natürlich die feste Pier sehe und wir haben einen Titanhub so um die 6 Meter, wenn man dann weiß, 6 Meter tiefer bin ich bei 9 Meter bis zur Wasserlinie, müssten die Soldaten oder die Jungs mit der vollen Ausrüstung, 43 Kilo, die 9 Meter oder 6 bis 9 Meter komplett runterklettern, um erstmal ins Wasser zu kommen, wieder hochklettern. Deswegen nutzen wir eher das Los, damit wir fast ebenerdig ins Wasser reinspringen können und wieder rauskommen. Im Hafen sind die Taucher vor Wellengang weitgehend geschützt. Den Gezeiten sind sie jedoch ausgesetzt. Um bis zu 3 Meter verändert sich der Wasserspiegel der Nordsee hier durch Ebbe und Flut. Überrascht werden können die routinierten Taucher davon aber nicht. Sie rechnen den heute steigenden Pegel einfach ein. Zeit gesetzt, Zeit gehalten, heißt es deshalb bei der Marine auch. Das Tauchfloß wird so nah wie möglich an das Heck des mehr als 60.000 PS starken Kriegsschiffes manövriert. Die Taucher sollen die unter Wasser liegende Antriebseinheit so schnell wie möglich erreichen. Denn jeder Meter, der nicht getaucht werden muss, minimiert das Risiko. Auch dass von den insgesamt 7 Mann nur 2 ins Wasser gehen, hatte einen Grund. Für diesen Einsatz brauchen wir jetzt nur 2 Taucher, weil sie gemeinsam reingehen und dann unmittelbar in der Nähe arbeiten. Desto mehr ich reinpacke oder auf eine Position packe bei der Sicht, bei den Sichtverhältnissen, ist es eher problematisch. Dann lieber nur 2, die in Ruhe arbeiten können, als wenn da 3 bis 4 rumwuseln und auf einmal keiner mehr weiß, wo hinten und vorne ist. Neben der Sicht erschwert das Gewicht der umfangreichen Ausrüstung die Arbeit unter Wasser. Auch wenn die Marine hier Fortschritte gemacht hat. Die rund 80 Kilogramm schweren Helmausrüstungen, die noch vor wenigen Jahren im Einsatz waren, gehören der Vergangenheit an. Topfit müssen die Männer dennoch sein. Das kommt immer ein bisschen drauf an, wie viel Bleigewichte man mitnimmt auf die Körpergröße und wie groß dann der Anzug ist. Da muss man halt mehr kompensieren. Aber mit Gerät, der Weste, Bleigewichten, Flossen, alles zusammen ungefähr 45 Kilo. Neben dem angelegten Tauchergerät und Maske haben die Taucher ein Messer am Mann. Auch das erhöht die Sicherheit. Bleibt ein Taucher beim Einsatz irgendwo hängen, kann er sich oder seinen Partner damit befreien. Also marinetypisch oder militärisch ist die Ausrüstung. Wenn ich privat tauche, habe ich weniger Ausrüstung und entspannter, ne? Habe auch andere Systeme. Genauso muss ich sagen, wenn ich immer hier bei uns tauche, habe ich viel, viel mehr Sicherheitsvorkehrungen. Ich muss viel, viel mehr Sachen abdecken vorab, bevor ich auch ins Wasser gehen kann. Privat haue ich in meine Flasche drauf, gehe tauchen und los geht's. Der andere Punkt ist natürlich auch, wenn ich privat tauchen gehe, gehe ich nicht in so einen Hafen tauchen. Gehe ich irgendwo tauchen, wo was Schönes ist, was ich sehen will, dann würde ich es schon machen. Aber sonst ist es so, muss ich selber sagen, dass man, wenn man im Jahr an die 200 Stunden macht, ist man froh, wenn man mal nicht im Wasser ist. Als Einsatzleiter bleibt Mike Keil an Bord. Die Aufgabe des erfahrenen Tauchers ist es, das Team sicher durch den Einsatz zu führen und jeden Fehler im Vorfeld zu entdecken. Kameradski, also war falsch angelegt. Dafür gucken wir extern, aber gerade falsch angelegt gewesen. Was hat er falsch gemacht? Die Sicherheitsleine war unter dem Gerät. Das Problem ist, wenn die unter dem Gerät ist und wir machen Zug drauf, kann es passieren, dass ich hier am Gerät ziehe. Und deswegen machen wir es so, dass wir so anbinden und heißt, wenn ich Zug drauf komme, kommt nichts aufs Gerät. Ja, dafür gibt's noch eine richtige Bestrafung. Nein, alles klar. Kann passieren, aber dafür bin ich da und kontrolliere es eben, dass alles okay ist. Ne? Fehler passieren. Gut, alles klar. Was sagst du dran? Das ist dran. Gleich abtauchen, gleich auftauchen. Wenn ihr euch verliert, stopp sagen, ne? Uns Bescheid sagen, kommen wir zurück und machen von neuem. Gut, Maske auf. Der Einsatz im Hafenbecken beginnt. Die Aufgabe ist klar. Die Taucher Daniel Farbig und René Kraft müssen den Antrieb der Fregatte auf Schäden und Auffälligkeiten überprüfen. Sind die Ruderblätter, Wellen und Propeller unbeschädigt und frei? Nur so ist die Fregatte auch im Hafen voll manövrierfähig. Und nur so erreicht sie auch ihre volle Geschwindigkeit. So, Jungs, Befehl abtauchen. Tauchen über Deck. Befehl abtauchen.
Sichtverhältnisse, Wetterlage und die Fähigkeiten der Taucher entscheiden jetzt über einen erfolgreichen Einsatz. Mit Hilfe einer Telefonleine halten die Taucher die Taucherhelfer und den Einsatzleiter an Bord des Tauchflosses auf dem Laufenden. Die beiden Taucher tauchen gerade die Backbordseite ab, okay. Haben das Ruderblatt hinten alles angeguckt, ja, war alles okay. Dann haben sie jetzt gerade die Schraube angeguckt, da war auch alles okay. Jetzt sind sie gerade auf der Welle und arbeiten sich nach vorne vor. Sichtfeld ist halt bescheiden, wir haben 20 cm circa. Also es ist so, dass wir jetzt zurzeit ganz bescheidene Sicht haben, aber es ist für uns kein Problem. Da gibt es eine geile Anekdote, haben wir schon gehabt. Es gibt auf den Schiffen einen Master Key, das ist ein Schlüssel, wo ich überall reinkomme, in jede Kammer und alles, was geht, auch in die Munitionskammer. Und einer von den Wachleuten oder Wach-WOs oder keiner, wer es war, hat den verloren. Da war natürlich High Life, haben ganz akribisch im Schlamm wirklich gewühlt, wie so ein Schwein im Schlamm rumgewühlt. Und wir haben die wirklich gefunden. Ich glaube, die waren so froh wie sonst was, weil sonst wäre es ein sogenanntes besonderes Vorkommnis geworden. Und ich glaube, derjenige, der ihn verloren hat, hat ganz schön Ärger gekriegt. Aber der war ganz schön glücklich, dass er alles da hat und wir ihn hochgeholt hatten. Hat uns gleich zwei Kisten Bier noch hingestellt, das Dankeschön und das war's. Gegen den verlorenen Master Key ist der Einsatz heute Routine. Nach 40 Minuten in dem rund 17 Grad warmen Wasser ist das Heck des Schiffes abgetaucht. Was werden die Taucher berichten? Dann kommen wir wieder langsam zurück. Ja. Alles klar, perfekt. Solange ein Schiff keine Beschädigung hat, ist alles gut. Sagen wir mal so. Ja. Wenn das Schiff halt rausfährt, gucken wir mal vorher, ob da was sein könnte. Ja. Wie gesagt, ist es natürlich dann ärgerlich, wenn das dann draußen auf See dann passiert, als wenn es dann hier im Hafen sein sollte. Ja. Dementsprechend kann man da vorbeugen, wenn man das Schiff einfach mal abtaucht. Also das Wichtigste, die Antriebsanlage, gucken wir eben akribisch nach. Weil wie gesagt, ist ja die Propeller, die da drehen, wenn da irgendwas drin ist, dann ist es dann blöd, wenn der ablegen will und dann funktioniert nichts mehr. Tauchoberdeck, langsam auftauchen. Gut, alles klar. Taucher sind aufgetaucht. Ja, alles klar, dann langsam zurück. Alles klar. Alles klar, die tauchen nur gerade mit der Hand nach oben auf, ganz einfach, weil wir sehen nicht, wo wir sind. Und ehe sie den Kopf stoßen, dann lieber die Hand nach oben, dann, alles klar, da ist was über mir und dann können sie rauskommen. Ja, deswegen ist die Hand zuerst rausgekommen. Gut, sie haben klar gezeigt, das ist unser Klarzeichen immer, und jetzt kommen sie wieder raus und ja, dann schauen wir mal, was sie so berichten. Zusätzlich zur Sichtprüfung haben die Taucher Bilder gemacht, die später noch einmal in Ruhe analysiert werden und den Tauchgang dokumentieren. Erst wenn die Sichtprüfung und die spätere Analyse der Bilder gezeigt haben, dass keine Schäden vorhanden sind, hat das Bordkommando die Gewissheit, dass alles in Ordnung ist. Ben, Maske ab, hinsetzen. War gut? Schön wie immer. Sichtweite war bescheiden. Aufnahmen gemacht? Ja. Müssen wir gerne mal schauen. Sonst irgendwas aufgefallen, was relevant wäre, außer Bewuchs? Nö. Also können wir dem Kommandanten melden, alles perfekt, alles gut. Ja. Dann ist alles gut gelaufen. Ne? Das Wichtigste für mich ist immer, dass alle Jungs wieder heil nach oben kommen. Na, und natürlich den Auftrag ausgeführt haben. Mike Keil und sein Einsatzteam sind zufrieden. Der Einsatz lief nach Plan und konnte in der vorgesehenen Zeit abgeschlossen werden. So, alles klar, Männer. Dann einmal reingehen, umziehen und sich schön machen und rauskommen. Es geht zurück an Land. Die Aufgabe dort, Pause machen. Denn am Nachmittag steht ein Training in der Druckkammer an, bei dem die Männer üben, mit dem Umgebungsdruck und dem Tiefenrausch umzugehen. Rund 1,5 Kilometer nördlich des Marinehafens befindet sich der Ölhafen mit dem größten und umschlagstärksten Mineralölterminal Deutschlands. In wenigen Minuten soll hier ein großer Tanklader aus Dänemark ankommen. Thomas Kleine ist Loading Master und koordiniert das heikle Anlegemanöver. 9. Moin, Herr Mudra, Herr Brückner, Klein auf dem Löschkopf. Das Schild ist auf Nummer 2. Das Schild ist auf Nummer 2, ja. Gut, dann sind es noch 8 Meter voraus. 8 voraus. Die Loch Ranoch hat eine Länge von 268 Metern. Thomas Kleine lotst per Walkie-Talkie das Schiff in die richtige Parkposition. Liegt es einwandfrei, kann es seitlich an die Pumpstation ranfahren. 42, 43, 44 und wir nehmen sein Manifold 234.
Doch es läuft nicht ganz nach Plan. Die Informationen, die Thomas Kleine bekommen hat, scheinen fehlerhaft. Laut meinen Papieren habe ich einfach nur gesehen, dass er keine vier alle Verlader haben darf. Er muss drei nehmen und deshalb ist das Verlader 42, 43 und 44 geworden. Ist nicht schlimm, weil wir das noch rechtzeitig gemerkt haben. Hätte ich das Schiff jetzt rangelegt, hätten wir nachher ein Problem gehabt. Oder ich. Nur wenn die Daten stimmen, kann Thomas Kleine die richtige Parkposition bestimmen und diese an der Löschbrücke, über die das Öl abgepumpt wird, mit einem Schild markieren. Anschließend ist es die Aufgabe der Lotsen und der Schlepperkapitäne, den riesigen Tanker bis auf wenige Zentimeter genau dorthin zu bugsieren. Denn nur dann können im Anschluss die Löschköpfe angelegt werden. Das hört sich jetzt komisch an, 270 Meter langes Schiff. Aber jetzt muss er den gewissen Fuß, den wir dann immer da drauf sagen, muss er noch zurück, damit er genau, hier ist ein Pfeil drauf. Den kannst du, soll ich dir den mal so zeigen? Das wäre dann jetzt diese Position. Den berühmten Fuß hat er jetzt gemacht, die Leinen werden tight gezogen. Und von daher war jetzt, ist das Schiff quasi mit den Vor- und Achterleinen festgemacht. Herr Kleine, gucken Sie mal bitte. Ja, Herr Bürgner, ist Position. Position. Nachdem der Fehler in den Papieren erkannt wurde, klappt das Anlegemanöver reibungslos. Das ist nicht immer der Fall. Wir haben auch schon Nebel gehabt, dann ist, ist das Schiff reingekommen. Und dann auf einmal durften wir ihn nicht mehr wegdrehen lassen. Und dann mussten wir ihn anlegen. Nur wir konnten das Schiff 15 Meter vor den Diven gar nicht erkennen. So dicht war es auf einmal. Es ist eine Nebelwand auf einmal gekommen und dann muss der Job durchgeführt werden, ist egal was kommt, weil er kann nicht wieder einfach drehen und rausfahren, weil das Revier wird dann gesperrt. Das Schiff liegt auf Position. Die Leinen sind am Pier befestigt. Erst jetzt kann der Parkoffizier das Go dafür geben, dass die Crew das Schiff verlassen darf. Herr Bürgner, wenn die Querleinen rüber sind, soll dann die Gangway kommen? Gangway wie gehabt. Ja, wenn da einer steht, kann die Gangway kommen. Okay. Klar bei Gangway. Die Gangway, die Zugangsbrücke, kann heruntergelassen werden. Mitarbeiter Benny Geisler steuert per Fernbedienung die richtige Position an. Das Manöver sieht einfach aus und verlangt doch Erfahrung. Denn je nach Ladestand variiert die Höhe der Tanker um mehrere Meter. Meistens sind Korrekturen nötig, damit die Gangway an der richtigen Stelle herunterkommt und das Schiff nicht beschädigt. Loadingmaster Thomas Kleine hilft bei der Einweisung. Benny, mach mal noch ein Stück nach rechts. So. Benny, noch ein Stück nach rechts. So ist gut. Das Team ist gut in der Zeit. Das ist auch wichtig, denn die Lotsen müssen schnell von Bord. Der nächste Auftrag wartet. So, Gangway ist frei. Außer den Lotsen darf niemand das Schiff verlassen. Laut internationalen Bestimmungen muss die Stammbesatzung während des kompletten Entladevorgangs auf ihrem Schiff bleiben. Schön. Danke. Ja, bitte, bitte. Gute Heimfahrt. Loadingmaster Thomas Kleine geht an Bord, um mit der Crew die Details zu klären. So, now the Loadingmaster an Bord. Der Tanker Loch Rannoch, gebaut im Jahr 1998, fährt unter englischer Flagge. Mit einer maximalen Ladekapazität von 130.031 Tonnen gehört es zu den mittelgroßen Öltankern. Heute hat das Schiff 44.000 Tonnen Rohöl geladen, die nun in Wilhelmshaven gelöscht werden sollen. Hallo, Loading Master on board. Ich wünsche euch einen schönen guten Tag. Hallo, welcome. Wenn ein Öltanker anlegt, ist jeder Vorgang durch nationale und internationale Bestimmungen bis ins Kleinste geregelt. Dazu zählt auch, wie sich die Crew im Hafen zu verhalten hat, Vorschriften zum Thema Abfalltrennung und Kochen an Bord inklusive. My guys have checked the radio. So, fill it out, please, only 4 hours. Here's the information for the garbage, when you have garbage. Plastic bottles, papers together. All your racks separately. And cooking. Was profan klingt, ist für einen sicheren und reibungslosen Ablauf unabdingbar. Die Zeitpläne sind eng. Unnötige Verzögerungen kann und will sich keiner leisten. In
die Harbor Regulations, die wir hier haben, die Sicherheitsvorschriften. Er hat jetzt quasi die von mir bekommen. Dann hakt er die Punkte nach und nach ab. Die gleiche habe ich von ihm bekommen. Hakt die auch ab, das ist so, dass wir uns dann gemeinsam dann hier auf dem gleichen Level befinden. Nachdem Thomas Kleine die Formalien geklärt hat, kann er den Löschweg freigeben. Doch bisher sind noch nicht mal die Löschköpfe auf Position. 1,5 Kilometer weiter südlich im Marinestützpunkt der Bundeswehr steht währenddessen eine Reparatur an. Die Fregatte Brandenburg soll bald zu einem Übungseinsatz ins Meer stechen. Doch bei dem über 20 Jahre alten Schiff kommt es immer wieder zu Problemen am Motor. Dieses Mal hat ein Alarm bei einem der Dieselmotoren ausgelöst. Elektrotechnikoffizier David Hohmann soll mit seinem Team den Fehler finden. Moin! Morgen! Moin, ja? Na, alles klar? Ja, soweit. Wir haben einen Dieselbetrieb. Ja. 9.1. Problem war umschalten 5.2. Frischwasserdruck, Ausgleichsbehälter. Ja. Anstehend. Wasser ist drauf. Problem wahrscheinlich nur Geber. Okay. Also wäre ein E-Problem. Der Leitstand der Fregatte ist das Herzstück des Schiffes. Alle technischen Probleme werden hier gemeldet. Wir haben jetzt das Problem, dass wir am Enimod 5.2, also hier ist die schematische Darstellung unserer E-Diesel, und am Enimod 5.2 haben wir einen Frischgewasserausgleichsbehälter, also wie es jeder Frischgewasser oder wie es jeder wassergekühlte Motor hat. Da sollte genug Wasser drin sein. Dafür haben wir hier eine Fernüberwachung. Und diese Fernüberwachung zeigt jetzt gerade einen Alarm an. Das Problem ist, dass genug Wasser drin ist, also dieser Alarm dürfte eigentlich nicht anstehen. Dementsprechend werden wir jetzt mal den Geber durchmessen. Vermutlich ist entweder der Geber defekt oder irgendwas an der Verkabelung zwischen dem Hilfsverstand und dem Geber. Müsst ihr mal gucken. Ansonsten Wasser ist drauf, wie das funktioniert alles. Und Temperatur passt auch soweit beim Umschalten vorhin. Alles klar, weiß ich Bescheid. Super. Gut. Der Auftrag ist klar. Jetzt muss Elektrotechnikoffizier Hohmann nur noch das Problem finden. Es geht zur Lagebesprechung mit seinem Team. Ja, ist das für den Herbst? Morgen! 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 Hacken! So, Jungs! Hatte Just-in-Time aufgelaufen, hat mir Schmidt gerade im Leitstand gesagt, am Enimod 5.2 haben wir einen Level-Alarm. Frischgewasser ist allerdings drauf. Kommt noch Hund drauf, ihr kümmert euch mal drum. Ja. Geber durchmessen. Falls der es nicht sein sollte, dann einmal die komplette elektrische Leitung vom Hilfsverstand bis zum Geber durchmessen. Irgendwo muss da ein Fehler drin sein. Okay. Alles klar, dann sobald ihr den Fehler gefunden habt, Meldung an mich und dann gucken wir mal, was wir da dann machen. Sehr schön. Habt ihr noch was? Fragen? Keine? Ja, dann frisch ans Werk. Auf geht's. Die beiden Soldaten, Obermat Hohndorf und Hauptgefreiter Krumnau, müssen sich auf die Suche nach dem Fehler machen. Die Dieselmotoren liegen im Heck des Schiffes, weit unten im Bauch. Da der Alarm nicht eindeutig ist, können sie nur nach Ausschlussverfahren vorgehen. Bei einem Dieselmotor dieser Größe gibt es allerdings mehr als eine potenzielle Fehlerquelle. Ja, Frischgewasser drin. Ja, Geber durchmessen. Ja. Dann einmal nach oben. Kletter ich mal hoch. Die Seite ist ein bisschen besser. Schild? Nein, nur einen großen. Nein. Ja. Zunächst überprüfen die beiden Techniker, ob der Geber überhaupt mit Strom versorgt wird. Da ist nichts drauf. Normalerweise steht er immer unter Strom. Also da ist eine Spannung drauf und wenn der Geber, da ist im Endeffekt ein Schwimmer drin. Und wenn der keinen Kontakt mehr hat, weil der zu wenig Wasser drin hat zum Beispiel, dann wird der Strom unterbrochen. Dadurch kann man dann sehen, dass zu wenig Wasser drin ist. Das ist dann der Alarm, der oben im Leitstand ankommt. Okay, dann ist der Geber auf jeden Fall nicht kaputt. Da kommt ja keine Spannung, müssen wir davor mal gucken. Jetzt heißt es weitersuchen. Denn wenn es nicht am Geber liegt, kann der Fehler überall zu finden sein. Es kann in der Leitung liegen, es kann an den Anschlüssen liegen, dass irgendwo was lose ist oder kaputt gegangen ist.
Kann auch sein, dass irgendwo eine Leitung unterbrochen ist. Das müssen wir jetzt herausfinden. Das kann lange dauern, kann auch schnell gehen, je nachdem, wer Glück hat. Die beiden Techniker hoffen nicht auf einen Zufallstreffer, sondern grenzen mit Hilfe eines Schaltplans ein, wo der Fehler liegen könnte. Da können wir jetzt sehen, welche Klemme der hat. 171, 72. Die befindet sich ja hier in der Fischkiste. Das ist ja der Klemmkasten im Endeffekt vom Motor. Und da gucken wir jetzt nach, ob da denn Spannung ankommt. Die Klemmen verbinden Leitungen. Sitzen sie richtig, wird ein Kontakt hergestellt und es liegt eine messbare Spannung an. So gewaltig der gut 1200 PS starke Motor auch ist, so wenig Raum ist in dem kleinen Klemmkasten. Die waren auf jeden Fall fest drauf, die beiden Anschlüsse. Das heißt, an denen hat es nicht gelegen. Es kann ja sein, dass da der nicht richtig fest draufgeschraubt ist, ein bisschen locker ist und dann verliert er den Kontakt. Das wird dann wohl eher die Klemme sein. Da haben wir schon einen Übeltäter. Da ist wohl die Klemme kaputt. Da ist hier der Kontakt unterbrochen. Ja, daran lag jetzt natürlich, dass der Motor nicht normal betrieben werden konnte. Ja, das ist natürlich, das Schiff ist über 20 Jahre alt. Also normalerweise geht so eine Klemme ja auch nicht kaputt. Aber wenn man die jetzt ab und zu mal aus einbaut, die Motoren sind ja auch nicht mehr die ersten, die da drin waren, dann kann das schon mal passieren. Zeit für eine Meldung. Ja, Doc, vollkommen hier. EO, wir wollten nur melden, dass wir den Fehler am Edimod 5.2 gefunden haben. Gut, das wäre die Klemme. Wir würden jetzt von unserer E-Werkstatt eine neue holen und neue einbauen. Ja, gut. Wenn ihr soweit durch seid, dann Bescheid sagen. Zum Probelauf bin ich unten mit. Ja, gut. Ende. Während die Techniker auf einen Probelauf des Dieselmotors hinarbeiten, stehen die Marinetaucher vor einer neuen Übung. Gut, Jungs, ne? Wie besprochen, machen wir jetzt gleich eine Druckkammerfahrt. So, wir fahren ja in ein paar Wochen nach Percha zum Tieftauchen. Und so will ich mal gucken, ob ihr in der Tiefe noch klarkommt. Ne? Wir haben lange nicht mehr gemacht. Dazu wird gleich Kamerad Bechtold, Hünecke, Becker gleich eine Extra-Briefing geben. Ne? Kraft und Farbig sind dann mein Personal fürs Klarmachen der Kammer, sodass wir eben die Kammern auch klar machen. Die Druckkammer wird zur Behandlung von Dekompressionskrankheiten bei Tauchunfällen und für Trainings eingesetzt, damit die Marinetaucher den Druck unter Wasser besser aushalten und wissen, was bei einem tiefen Rausch auf sie zukommt. Weil der simulierte Tauchvorgang nicht abgebrochen werden kann, ist die Übung nicht ohne Risiko. Mike Keil überprüft vorab Gegensprechanlage und Sauerstoffzufuhr. So. Alles klar? Er fühlt sich tauchklar? Ja. Gut. Auftrag habe ich schon vorhin schon mal gesagt, wir meinen jetzt gleich mal auf 50 Meter abtauchen. Warum ist auch klar, weil wir wie gesagt ein paar Wochen nach Perchern, Starnberger See zum Tieftauchen gehen. Und bevor ich euch so reinstecke auf 50 Meter, wollen wir erstmal hier gucken, wie ihr euch verhaltet. Wenn ihr in der Kammer seid, wenn ihr auf Tiefe sind, könnt ihr ein bisschen hinkommunizieren, müsst ihr gucken, ne? Ein paar Fragen, ein paar Matheaufgaben vielleicht ein bisschen stellen. Ne? Nicht so sehr rumgackern, ne? So dass man sich eben daran gewöhnt mit dem Stickstoff, weil dann, damit ihr auch wisst, wie die Symptome einsetzen, damit ihr auch dann später klarkommt, falls ihr sowas habt. Wir werden es so machen, dass wir ganz entspannt abtauchen. Eine Sinkzeit haben wir ja vorgeschrieben, pro Minute 18 Meter. Na, werden wir einhalten. Die ersten 20 Meter, sagen wir die ersten 10 Meter, ganz entspannt. Danach gebe ich ein bisschen Gas. Falls bei einem irgendwelche Sachen auftreten bei der Sauerstoffatmung, dass er anfängt zu krampfen, na, dann sofort derjenige, der daneben sitzt, Maske den Mann abnehmen. Beruhigen und auf meine Anweisung achten. Fragen dazu? Keine. Nach genau festgelegten Zeiten wird Mike Keil sein Team bis auf 50 Meter Tiefe abtauchen lassen. Wie werden die Männer auf die Belastung reagieren? So, Richie, Befehl, Hauptkammer schließen. Hauptkammer schließen. Ja. Ja, Kammer ist geschlossen. So, gut, wir fangen jetzt an abzutauchen. Wie gesagt, die ersten 10 Meter ganz entspannt, okay? Die Taucher haben hunderte Einsätze hinter sich. Bei den ersten Metern sollten keine Schwierigkeiten auftreten. Alles klar bei euch? Gut.
Jetzt baut sich langsam der Druck auf in der Kammer. Die Jungs müssen jetzt Druckausgleich machen. Das sieht man eben, die drücken eben. Es ist so, dass man, sag ich mal, die ersten Meter ganz entspannt sind. Ab 20 Meter sagt man, dass man sogar einen Tiefenrausch bekommt. Das bedeutet, es ist so wie eine Martini-Regel. Man sagt immer so, 20 Meter, 10 Meter mehr, immer ein Martini. So, dass man merkt, dass man leicht betrunken ist, so kann man es ausdrücken. Ne? Ist für uns manchmal ein bisschen problematisch, wenn wir auf Tiefen sind, so um 40, 50 Meter, weil ich habe einen Auftrag, muss einen ruhigen Kopf bewahren. Und wenn ich dann irgendwie im Tiefenrausch eine falsche Entscheidung treffe, ist es schon, ja, dann mal Mist. Deswegen trainieren wir das jetzt hier, auf der Tiefe zu sein, damit die Jungs wissen, was für Vorerscheinungen habe ich eines Tiefenrausches. So, dass man dann dagegen arbeiten kann oder sagen kann, halt Stopp, Oberdeck, ich habe Tiefenrausch, hier habe ich ein kleines Problem. So, damit ich dann einleiten kann, dass die Jungs wieder hochkommen und sich nicht in Gefahr bringen. Alles klar? Gut, wir haben gleich 10 Meter erreicht. Nach 10 Metern gebe ich ein bisschen Gas noch. Bei 10 Metern wird auf den Körper ein Druck von rund 2 Bar ausgeübt. Auch ohne Übung ist das für einen gesunden Menschen problemlos auszuhalten. Alles klar bei euch? Ja, sehr schön. Haben gleich 40 Meter erreicht. Man merkt es nicht, aber der Körper wird ja einen sehr hohen Druck ausgesetzt, also ist schon anstrengend. Pro 10 Meter nimmt der Druck um 1 Bar zu. Spätestens bei 40 Metern wird es für ungeübte Taucher sehr belastend. Nicht selten kommt es hier zu ersten körperlichen Ausfallerscheinungen. 5 Minuten Sinkzeit. 5 Minuten plus. Langsam erreichen die Männer das simulierte Ziel von 50 Metern. Der Druck ganze 5 Bar. Das ist enorm anstrengend für den Körper. Mike Keil notiert für die spätere Auswertung jeden Handgriff. Gut, wir beginnen mit Aufstieg. Hierbei muss Mike Keil besonders aufpassen. Wenn er sein Team zu schnell auftauchen lässt, können sich in den Venen der Männer lebensgefährliche Blasen aus Stickstoff bilden. Ja, man sieht jetzt so einen kleinen Nebel drinnen. Das wird jetzt kalt, unten wird es warm. Ja, Luft ist komprimiert, wird warm also. Und jetzt lassen wir Luft raus und jetzt wird es eben schön kühl. Man kann das auch bei der Temperatur sehen, dass sie gleich fällt von 29 Grad auf 24. Gleichzeitig wird die Luft bei Bewegung spürbar dicker. Alles klar? Gut. Ja. So, wenn alles klar ist, anfangen mit Sauerstoffatmung. Um den Stickstoff abzubauen, bekommen die Soldaten jetzt zusätzlich Sauerstoff. Hier überwache ich jetzt den Sauerstoffstand. Wir haben jetzt einen Prozentsatz von 19,8, ist perfekt. Wenn hier bei 21% Sauerstoffanhalt in der Luft ein Alarm hochkommt, muss ich dann eben gegenarbeiten. Das heißt also, ich muss mit dem Hebel mehr Luft reinspülen und mit dem Hebel kann ich eben Luft wieder rausmachen, also im Kreislauf. So dass die Kammer spüle und damit auch keine Sauerstoffnester sind. Weil wenn der Anteil des Sauerstoffs zu hoch wird, ist es eben leicht entzündlich und da fehlt nur ein ganz kleiner Funke. Ob es irgendwas ist, kann das Ding dann eben, ja, kann eben Feuer ausbrechen. So, letzte Minute auf der Stufe und dann geht's auf 6 Meter. Wir gehen auf 6 jetzt. So, noch 2 Minuten. So, dann den Sauerstoff leer atmen, wenn leer geatmet, Masken ab und Sauerstoff reinschließen. Alles klar bei euch? Ja, alles klar. So, letzte Minute. Wenn ihr aus der Kammer rauskommt, dem Sani im vollen Satz antworten. Nicht nur ja, nein. Also es ist einfach dafür da, dass wir die Leute den vollen Satz antworten lassen wollen, um zu festzustellen, ob das Sprachzentrum noch da ist. Weil wenn ich ja, nein sage, das ist kein Sprachzentrum. Deswegen sollen die den gesamten Satz sagen, damit wir sehen, ob noch alles klar ist bei denen. Denn beim schnellen Auftauchen können sich nicht nur Blasen im Blut bilden, sondern auch im Gewebe und somit das Nervensystem schädigen. Wie geht's? Mir geht's sehr gut. Schön. Alles gut? Es geht mir sehr gut. Alles gut? Ja, alles safe. Ja, alles gut. Alles gut, sehr schön. Hier in der Druckkammer reicht es jetzt aus, wenn die einfach nur einmal kurz sagen, ja, mir geht's gut oder es ist alles klar, keine Sorge. Bei einem Szenario, wo es kritisch sein könnte, wo eventuell die Lunge einen Riss bekommt oder sonst was, da müsste ich dann schon tätig werden. Doch diesmal scheint alles gut verlaufen zu sein. Tauchgang war gut?
Wie habt ihr euch gefühlt? Alles klar bei euch? Habt ihr auch gemerkt den Tiefenrausch? Oder sagt ihr, ich habe gar keinen Tiefenrausch gehabt? Na, wie gesagt, es geht einfach darum, damit ihr einfach mal merkt, wie das Gefühl ist, wenn der Druck auf einen zukommt, dass die Luft dick ist. Na, ihr wisst ja auch, hätten wir eigentlich mal testen können, desto dicker die Luft wird, auch in der Kammer. Bei 50 Meter kann man versuchen zu pfeifen, geht einfach nicht mehr. Weil die Luft so dick ist, man kann die Luft dann schon spüren mit der Hand. Gut, also alles klar bei euch. Hat alles Spaß gemacht, alles gut da? Ja, hat alles gut geklappt und wir haben uns sehr wohl gefühlt. So, Männer, wir sind jetzt durch. Jetzt Mittagspause, treffen uns 12 Uhr am Tisch wieder. Mahlzeit. Man denkt, dass es nicht anstrengend ist, aber der Körper wird natürlich in sehr hohen Druck ausgesetzt, wo man sagt schon, die werden schon abends merken, dass wir es gemacht haben. Ne? Rund 1500 Meter nördlich vom Marinehafen, am Terminal des Ölhafens, werden nun die Löschköpfe am Tanker Loch Ranoch angebracht. Die Löschbrücke im Wilhelmshavener Ölhafen kann mit ihren insgesamt 10 Löschköpfen pro Stunde bis zu 40.000 Kubikmeter Öl aus einem Tanker befördern. 3 Löscharme sollen nun an die Loch Ranoch angedockt werden. Das Wichtigste dabei ist, dass die Löschköpfe zu 100% richtig sitzen. Denn nur dann sind sie dicht. Kein Tropfen Öl darf daneben gehen. Aufpassen, dass wir keinen Anlagenkontakt haben zwischen den beiden Verladern. Hätten wir halt einen kapitalen Schaden, dass halt die Anlage beschädigt wird. Das muss natürlich höchstens vermieden werden. Das macht der Kollege über die Fernbedienung. Das ist ja alles drahtlos. Und die fahren halt passgenau die Verbindung der beiden Rohrleitungen zueinander. Jetzt wird sich zeigen, ob der Tanker an der richtigen Stelle liegt. Ein Neuandocken würde bei dem knappen Zeitplan viele Folgeprobleme verursachen. Weil jetzt ist ja soweit, ihr wartet jetzt schon auf uns, dass der Verlader angeschlossen wird, damit die Zentrale den Weg frei fahren kann vom Schiff zum Tank. Und dann wird das auch gleich schon losgehen mit dem Löschen. Die Löschleistung der Brücke in Wilhelmshaven ist enorm. Starke Pumpen an Bord der Schiffe vorausgesetzt, können auch große Tanker innerhalb von 24 Stunden komplett gelöscht werden. Nur mit diesem hohen technischen Standard ist Wilhelmshaven in der Lage, ein Viertel des Ölbedarfs in Deutschland bereitzustellen. Sir, connecting time 1640, okay? Ja. Das hier an? 1640. Was? 1640. 1640. Thomas von Benjamin. Ja, Benjamin. 1640 Geräte, Rundgang okay. 1640. Alles sitzt. Der Löschvorgang kann gestartet werden. Die Zeit, die beim Andocken durch die fehlerhaften Daten verloren ging, muss nun beim Löschen wieder aufgeholt werden. Wie lange der Löschvorgang genau dauert, wird in der Fernsteuerzentrale des Ölhafens berechnet. Ich rechne das mal eben durch und dann. Jo, mache ich, melde mich gleich. Hier werden jeder Schritt und auch der Weitertransport des Öls rund um die Uhr überwacht und koordiniert. Die messen ja an Bord, messen die ja die Temperatur auf, was die an Bord für eine Temperatur haben. Und wir tragen die bei uns ein. Weil, wenn die bei uns gelöscht wird quasi, dementsprechend verändert sich das Volumen und dann rechnen wir aus, ob der Tankraum, den das Schiff überhaupt benötigt, ob wir das überhaupt frei haben. Weil jedes Schiff halt eine andere Temperatur hat. Wir haben ja warme Öle, kalte Öle und deswegen kriegen wir vor Löschbeginn quasi immer die ganzen Temperaturen und die ganzen Daten von Bord. In der Vorplanung wird bereits kalkuliert, welches Volumen das Öl hat, das aus dem Tanker gepumpt wird. Dennoch wird bei jeder Ladung aus Sicherheitsgründen nachgerechnet. 0 und kein. Wenn wir jetzt, sag ich mal, 75 oder das Schiff ist mit 75.000 angemeldet und bringt dann aber, es kommt ganz oft vor, dass er dann mehr oder weniger mitbringt. Oder wenn das Öl
sag ich mal, besonders heiß ist, sag ich mal, wir haben ja auch eine beheizte Leitung, dann kann es schon mal sein, dass wir den Disponenten zwischendurch anrufen müssen, weil wir mehr Tankraum brauchen, ne? Also wir können das zwar so schon mal rausgucken, wo wir das hinpacken könnten, aber letztendlich der Disponent entscheidet das und dann halten wir da nochmal Rücksprache, wo wir das dann letztendlich hinlöschen sollen. Erst wenn die Zentrale die endgültige Freigabe gibt, können Benny Geißler und sein Azubi Niklas Radix die Löschköpfe an der Tankerlöschbrücke öffnen. So Niklas, hier sind unsere Sicherheitsschieber von den Verladern. Jetzt müssen wir unsere 3 von 4 Verladern freischalten, damit die oben quasi den Weg zum Löschen freischalten können. Und dann das Pumpen beginnen kann. Okay. Ja, die Schieber sind jetzt freigeschaltet. Jetzt gerade ist es soweit. Muss die Kollegin noch schnell den Weg freifahren, dass es dann losgehen kann. Und ja, Öl wird gebraucht, es muss schnell gehen und jetzt kommt es quasi auf die Minuten drauf an. Fockel, Tankweg ist frei. 19:10 war das Beginn. Reines Bild mit 1500 Kubik mit Stopp. 19:10, alles klar, mit Stopp, danke. Kurze Löwe auf Ankommen, ne? Jo. Die knapp 45.000, die wir für den Batch 640 dann brauchen, was auf 2 Uhr ja dann gerechnet ist, das müsste ja dann so passen, oder? Also, ich guck mal eben. Wer hier arbeitet, sollte gerne mit Zahlen arbeiten. Erneut wird nachgerechnet. Das hat auch finanzielle Gründe. Die Crew auf dem Öltanker muss für ihre weitere Planung genau wissen, wann sie den Hafen wieder verlassen darf. Denn Fehlplanungen sind in dieser Größenordnung teuer. Eine 30-minütige Verspätung kann Zusatzkosten von bis zu 20.000 Euro verursachen. Ja, das passt. 2.10 Uhr wird's. 44.000 Tonnen Rohöl hat die Lochra noch an Bord. Und die sollen jetzt schnellstmöglich gelöscht werden. Denn der Öldurst Deutschlands ist trotz Energiewende nach wie vor enorm. Tag für Tag verbraucht das Land rund 300.000 Tonnen Öl. Zur Zwischenlagerung stehen 35 Tanks mit einem Gesamtvolumen von rund 1,6 Millionen Kubikmetern zur Verfügung. Von dort wird der Rohstoff dann laufend über 2 unterirdische Pipelines bis nach Köln und Hamburg weitergepumpt. Benny, ich will nur hoffen für dich, dass das geklappt hat. Sonst kriegst du nachher Ärger mit mir, dass du die Schieber so spät umgelegt hast. Der Auszubildende ist auch immer so langsam. Die Empfängerraffinerie für das Rohöl der Lochra noch steht im 360 Kilometer entfernten Köln. Dort wird der Rohstoff weiterverarbeitet, etwa zu Benzin. Gut, hat alles geklappt, Gott sei Dank. Knapp, aber zeitig. Feierabend. Nach Hause. Die kleine Verzögerung kann durch schnelleres Abpumpen aufgeholt werden. Südlich des Ölhafens, im Marinehafen, sind die Techniker noch immer mit der Reparatur des Dieselmotors der Fregatte Brandenburg beschäftigt. Ein winziges Bauteil, eine Klemme, hat einen Alarm in der Leitstelle ausgelöst. Die Techniker haben Ersatz besorgt. Jetzt noch einbauen, dann folgt der Testlauf des riesigen Diesels. Jetzt fertig eingebaut. Das können wir noch mal messen, aber wird man nur sehen. Ne? Das geht jetzt durch. Ja, ganz die Klemme. Milchkiste schon mal zumachen wieder. Und wir haben 4 Motoren, aber wir wollen natürlich immer möglichst, dass alle laufen. 2 brauchen wir auf See, die immer laufen, um die Kapazität bereitzustellen. Heißt im Klartext, die Marine geht auf Nummer sicher. So Jungs, wie sieht's aus? Ja, die war eine Klemme kaputt, die haben wir jetzt in Stand gesetzt, neu eingebaut. Wir haben den Probelauf soweit vorbereitet, aufgekapselt. Ja, alles klar. So, dann alles klar zum Probelauf. Kommt noch ran an den Galli-Anlasser beim Starten ableuchten. Der hat das letzte Mal Probleme gemacht. Ja. Und noch macht den Startvorgang, anschließend Frischgewasser kontrollieren, ob der Stand absackt. Und du leuchtest mir den Motor ab, sobald er gestartet ist. Ja. Aus der Maschine! Gleich wird sich zeigen, ob die Reparatur erfolgreich war. Springt der Diesel an? Zur Sicherheit leuchten die Techniker auch noch einmal den Motorraum aus.
Der Auftrag ist erfüllt. Jetzt muss Elektrotechnikoffizier Hohmann nur noch der Leitstelle Bescheid geben. Bosni? Ja. Zur Info an die stehende Waffe, der Edimod 5.2 ist wieder klar, Probelauf ist durch. Wir haben wieder 100% E-Kappa. 100% E-Kappa, ja, habe ich so. Also alle 3-4 Monate kommen wir schon mal vor, dass wir solche Kabelbrüche haben. Aber das war wieder so ein klassisches Beispiel, was halt bei so einem Schiff vorkommt. Und die Jungs haben die wirklich sehr gut angestellt, muss man ganz ehrlich sagen. Der Fehler wurde gefunden. Die Motoren der Fregatte sind wieder voll einsatzbereit. Bevor es in den Feierabend geht, muss Elektrotechnikoffizier Hohmann jetzt noch den Kommandanten der Fregatte informieren. Kommandant. Ja, EO hier, Leitstand. Kapitän, der Edimod 5.2 ist wieder klar und wir haben wieder 100% E-Kappa. 100% E-Kappa. Sehr schön. Vielen Dank, EO. Danke. Alles klar, Ende.